Dreieinigen Gott hin, der alles Heil schafft und wirkt.
In der zweiten Hälfte des Kirchenjahres geht es darum, wie das Heil bei uns Wurzeln schlägt und uns neu prägt. Die Epistel zum Trinitatisfest aus dem Römerbrief des Apostels Paulus lädt ein zum Staunen über das unergründliche Wesen und zur Anbetung. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Zwar sucht man darin, wie im ganzen Neuen Testament, vergeblich nach einer Lehre von der Dreieinigkeit, doch die Hinweise sind unüberhörbar darauf, dass Gott sich uns in seinem Sohn, der vom Himmel herabgekommen ist, und im Geist, durch den wir von Neuem geboren werden, zuwendet. Hört das Gespräch beim Evangelisten Johannes im 3. Kapitel. Unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist, aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, Herr, dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir für die Gemeinschaft, die du schenkst, und bitten dich, öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, einmal verliebte ein Prinz sich in ein bürgerliches Mädchen. Er fuhr nun jeden Tag ihre Straße entlang, um sie zu sehen, und überlegte, wie er sie gewinnen könnte. Ihm standen als Prinz und zukünftigen König verschiedene Möglichkeiten offen. Er könnte ihr befehlen, ihn zu heiraten. Doch dann würde er ihre Liebe nicht gewinnen. Er konnte aber auch seinen schönsten Anzug anziehen und mit einer prächtigen Kutsche vor ihr Haus fahren. Dann wäre sie vielleicht von all dem Prunk beeindruckt und geblendet, aber würde sie ihn deshalb lieben? Wahrscheinlich nicht. So blieb ihm zum Schluss nur eines übrig. Er legte sein königliches Gewand ab, zog ganz normale Jeans an und machte sich auf den Weg, sie zu gewinnen. Als sie ihn lieben gelernt hatte, heirateten die beiden. Hören wir den Predigtext aus dem 2. Korintherbrief im 13. Kapitel. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Kleine Anmerkung am Rande. Die neueste Ausgabe der Luther-Übersetzung 2017 spricht an dieser Stelle nicht nur die lieben Brüder an, sondern formuliert sach- und sinngemäß Brüder und Schwestern. Von der Trinitatiszeit redet man ja oft von der festlosen Hälfte des Kirchenjahres. Wir Christen haben aber eigentlich dennoch immer einen Grund zu feiern, weil Gottes Liebe zu uns, die wir zu Weihnachten in der Geburt seines Sohnes erleben, die wir zu Karfreitag und Ostern durch Tod und Auferstehung seines Sohnes erfahren und die wir zu Pfingsten durch die Gemeinschaft mit ihm bekommen, grundsätzliche Auswirkungen auf unser Leben haben und dass sich infolge dieser Heilstatsachen nun anders gestaltet und leben lässt. In diesem Dreiklang der Gnade, der Liebe und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes wollen wir auf unseren Text hören und sehen, dass wir durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erlöst sind. Die Grundbedeutung des griechischen Wortes Charis, Gnade, lautet durch Geschenke erfreuen. Bei dem Apostel Paulus ist Gnade dann auch der zentrale Begriff, der am klarsten das Heilsgeschehen ausdrückt. Christi Gnade ist nicht lediglich eine Gesinnung oder Geisteshaltung, sondern Tat. Im apostolischen Glaubensbekenntnis zählen wir diese Heilstatsachen auf, die unsere Erlösung ausmachen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur rechten Hand Gottes. Das sind Gottes Handlungen, Taten, die zeigen, dass er uns unendlich liebt. Der Prinz in unserer kleinen Geschichte hatte begriffen, dass der einzige Weg, das Mädchen aus bürgerlichem Stande kennenzulernen und zu gewinnen,
der zu ihrem Herzen war. Liebe Gemeinde, Gott blendet uns nicht mit seiner Allmacht und mit seiner Herrlichkeit. Er zwang uns auch nicht, ihn zu lieben, sondern er legte seine königlichen Kleider ab, nahm Knechtsgestalt an und wurde an Gebärden wie ein Mensch erfunden. So kam er zu uns, um uns zu gewinnen. In Jesus Christus trägt Gott Jeans. Wie aber beantworten wir Gottes Liebe zu uns? Das muss jeder und jeder für sich selbst beantworten, aber einige Fragen seien erlaubt. Geben wir ihm nicht oft genug einen Korb? Gehen unsere eigenen Wege, hören nicht auf ihn und kümmern uns nicht um die Pflege eines guten Verhältnisses zu ihm? Und wie sieht es auf Gottes Seite aus? Da, liebe Schwestern und Brüder, bleiben keine Fragen offen. Seine Liebe zu uns hält allen Belastungsproben stand. Sie erkaltet niemals, auch wenn wir ihn oft genug ganz links liegen lassen. Er hat uns gegenüber verbindlich erklärt, dass er sein gutes Verhältnis zu uns nicht aufgibt, das er zu uns in der heiligen Taufe begründet hat. Nur so können wir als erlöste Christen in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben. Der zweite Korintherbrief, liebe Gemeinde, ist der persönlichste Brief, den wir aus seiner Feder kennen. In der Gemeinde hat es heftigen Streit gegeben, der sich hauptsächlich an der Person des Apostels entzündet hatte. Nachdem er die Gemeinde Anfang der 50er Jahre gegründet hatte und weitergereist war, kamen Wanderprediger, die sich ihre geistlichen Qualitäten rühmten und die Authentizität des Apostels untergruben und das Evangelium in Frage stellten. Der Apostel Paulus schreibt ihnen: Ihr prahlt, ich kann es auch, mit meiner Bildung, mit meiner Leistung, mit meinem Martyrium. Das alles aber ist nicht wichtig, denn allein die Gnade Gottes in Christus Jesus zählt. Und deshalb befiehlt er sie der Gnade, der Liebe und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in dem dreieinigen Gott. Der Heilige Geist Gottes gebraucht nicht den erhobenen Zeigefinger oder die Moralkeule, sondern er ruft, sammelt, erleuchtet. Er erweicht unsere Herzen, so dass wir die Größe unserer Schuld und die Größe der Vergebung Gottes erkennen. Wo Gott mit seiner Gnade und Liebe waltet, da ist es einem nicht mehr wichtig, wer Recht behält, weil Jesus Christus allen, die auf seinen Namen getauft wurden, Gerechtigkeit geschenkt hat. So pflegt Gott die Beziehung zu uns, auch wenn wir sie oft stark vernachlässigen oder sogar belasten. Heute gehört dazu auch das Heilige Abendmahl. Durch das Sakrament des Altars kommt er wahrhaftig als der ewige Gott und König, als der, der alle Vollmacht hat, dennoch in ganz unscheinbare Gestalt leibhaftig zu uns. Unter Brot und Wein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Allmächtigen und Herrn aller Herren, für seine Kirche in der ganzen Welt und die Gemeinde an allen Orten. Für alle, die um seines Namens willen Anfechtung und Bedrängnis leiden, um seinen Segen für die Verkündigung seines Wortes und jeden Dienst der Liebe, lasst uns den Herrn anrufen. Dass der ewige, allmächtige Gott durch seinen Geist uns erleuchte, das Geheimnis seines Wesens im Glauben zu fassen und in Ehrfurcht anzubeten, lasst uns den Herrn anrufen. Dass er unsere Gemeinden und alle, die ihnen dienen, mit seinem Geist regiere, sie in Einmütigkeit des Glaubens zusammenschließe und mit rechter Bruderliebe erfülle, damit wir mit der ganzen Christenheit auf Erden uns alle Zeit zu Jesus Christus, dem Herr und Haupt der Kirche, bekennen. Herr, dass er die Glieder unserer Gemeinde, die Christus nicht mehr bekennen und ihr Leben ohne ihn führen, neu zum Glauben erwecke und dass er uns bereit mache, ihnen in der Liebe Christi nachzugehen. Herr, für alle, die uns regieren, dass er sie lenke nach seinem Rat und wir geleitet werden nach seinen Geboten. Dass er unser Volk nicht strafe und das Wort des Lebens nicht von ihm nehme. Für diesen Ort und alle, die darin wohnen. Für alle, die sich um das Wohlergehen unseres Landes und den Frieden in der Welt mühen. Für die Eheleute, dass sie in Liebe und Treue miteinander leben. Für die Jugend, dass sie vor allem Bösen bewahrt und zum Guten geführt werde, lasst uns den Herrn anrufen. Nimm dich unser gnädig an, bette und erhalte uns, denn dir allein gehört der Ruhm und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gemeinsam beten wir, wo unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Das ist der wahre Leib, das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, für alle eure Sünden in den Tod dahingegeben. Thank you.
Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch. Empfangt den Segen Gottes und geht hin in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.